Servus und hallo. Ja. Oh, das übersteuert. So, ich hoffe, jetzt ist es besser und übersteuert nicht mehr so. Ja, die Kinder machen gerade Kino Nachmittag. Und das, was jetzt kommt, ja, hat sich jetzt fast eine Woche gezogen, bis ich es dann wirklich auch machen konnte. Ich hoffe, der Ton ist soweit in Ordnung. Ich sehe hier nur ein bisschen die Übersteuerung immer wieder und ich versuche, dass das nicht vorkommt. Wir kommen zur Schlusswertung, Endwertung, Auslosung der Gewinner etc. pp. Der Saga Online Liga. Hier noch Kampf um die Winterkrone 2021-22, was tatsächlich zum Problem geführt hat noch, aber da komme ich dann gleich nochmal drauf. Und ja, die Liga, ich wollte schon wieder sagen Kampagne, aber im Endeffekt ist es eine Liga und dann versuche ich mir jetzt auch das Wort Liga anzugewöhnen. Ging etwas mehr als 3 Monate. Und tatsächlich hatte ich auch eine Menge Spaß, ja, bei dem, was so reinkam. Mir macht es ja Freude. Ihr seht hier einen kleinen Ausschnitt von meinem Maltisch, den ich gleich mal brauche, um das ein und andere reinzuhalten in die Kamera. Denn ich habe auch natürlich heute auch keine Kosten und Mühen gescheut und habe die technisch hochwertigste Ausrüstung, der ich mich bedienen konnte, besorgt, um das Ganze hier über die Bühne zu bringen. Ja. Ich kann das auch zwischendurch wegschalten, das Bildchen, dann sieht es, wenn ich es finde. Wo haben wir es denn? Ich glaube, der hier, oder? Ne, das ist nicht. Seht ihr mal, da will man schon wieder angeben, dass man was kann. Und dann kann man wieder nichts. Hier ist es. Genau, so, zack, und da ist es wieder. Genau, es geht heute einfach darum, wir werten das Ganze mal ein bisschen aus. Ich erzähle ein bisschen was dazu. Es gibt dann einige Preisträger, die sollen hier natürlich auch zu ihren Ehren kommen. Und dann versuche ich hier natürlich mich nochmal am Ende bei diversen Helfern zu bedanken. Und gleichzeitig natürlich gebe ich einen kleinen Ausblick, was denn dann so kommt in der nächsten Zeit. Denn ja, nach etwas mehr als 3 Monaten Liga muss ich sagen, es war eine, ja, es war schön, es hat echt viel Spaß gemacht, aber irgendwann war das Thema so ein bisschen abgenutzt im Kopf. Trotz alledem, was am Ende nochmal rein kann man spielen, fand ich wirklich sehr, sehr schön, hat Spaß gemacht und gerne jederzeit wieder und gerne jederzeit mehr. Ich hoffe, dass die Teilnehmer auch alle Spaß hatten. Generell tatsächlich, und da kommen wir dann auch noch gleich noch zu, bin ich doch mit dem, was so reinkam, sehr zufrieden. Ja, das war schon in dem Rahmen, von dem ich ausgegangen bin, dass wir da hinkommen können. Ich hatte mehr gehofft, bin ich auch jetzt nicht ganz unehrlich. Hatte schon auf ein bisschen mehr gehofft, allerdings ist das vollkommen in Ordnung. Und es ist ja nur auch das erste Mal, da weiß man ja eh so ganz genau, auf was man sich da alles so einlässt. Ja. Und deswegen, wir gehen erstmal so ein bisschen in die Analyse, bevor wir dann die einzelnen Kategorien durchgehen. Und wir fangen einfach mal so ein bisschen an. Ja, was ist denn so gewesen? Wir kommen auf insgesamt 66 bei mir gemeldete Partien. Da muss ich dir sagen, 2 davon sind von mir, das ist verhältnismäßig wenig. Ja, aber trotz alledem, 66 Partien, finde ich, ist wirklich schön. Sehr, sehr gut. Das ist fast doppelt so viel wie bei der Kings of War Geschichte. Und da muss ich tatsächlich dann auch ein bisschen mit vergleichen, obwohl ich das gar nicht unbedingt möchte und man es auch schwer kann. Allerdings muss ich natürlich auch hier, wenn ich sowas ausrichte, immer so ein bisschen ich nenne es jetzt mal die Kosten-Nutzen-Rechnung muss irgendwie passen. Ich mache die Kamera mal umso lange weg, bis wir sie brauchen. Genau, diese 66 Spiele, die kommen tatsächlich nur aus 4 Bundesländern. Da hatte ich tatsächlich aber mehr gerechnet als 4 Bundesländer. Und eins aus dem Tabletop Simulator. Das habe ich jetzt einfach mal zugelassen wegen Corona, etc. und ähnlichem. Normalerweise habe ich hab mich damit schwer getan, aber ich habe dann mich dafür entschieden, ich lasse den Tabletop Simulator einfach mal zu. Und da ist tatsächlich auch Baden-Württemberg mit 29 gespielten Partien weit vorne. Das ist jetzt nicht meine Gruppe, die da so viel gespielt hat. Das muss ich an der Stelle auch ganz klar sagen. Dann kommt Niedersachsen mit 23 Partien. Nordrhein-Westfalen mit nur 8. Da bin ich von deutlich mehr ausgegangen und von Niedersachsen und Baden-Württemberg wesentlich weniger. Hessen mit 5. Ja, und der Rest spielt anscheinend kein Saga. Die anderen Bundesländer, anscheinend gibt es nur die 4, in denen gespielt wird oder halt eben ja, vielleicht auch ein nur durchgegeben wurde, eingescored wurde. Da hoffe ich tatsächlich dann in den nächsten Durchgang auf mehr als nur das,
gerade was andere Bundesländer auch angeht. Aber wie gesagt, generell doch bin ich da auch sehr, sehr zufrieden mit. Und ja, das waren schöne 66 Spiele, zumindest was ich so mitgekriegt habe. Und dann haben wir mal die Punktezahl gegengehalten. Wir haben jetzt einen Ausreißer mit 12 Partien, wurde einmal mit 12 Punkten, es wurde einmal gespielt. Da tatsächlich, glaube ich, war es eine Ära auf Age of Hannibal-Geschichte. 6 Punkte, der Standard sind halt 53 Partien. Da haben wir nochmal 6 mal 4 Punkte, bin ich mal bei gewesen. Einfach nochmal um reinzukommen. 3x8 Punkte, 2x5 und 1x7. Ja, das ist so der, so ein bunter Strauß. Ihr seht tatsächlich, die 6 Punkte ist so das gewesen, was hauptsächlich gespielt wurde. Ich denke, es ist auch ganz gut handelbar. Auch was die Spielzeit angeht, denke ich, nicht jeder hat immer so viel Zeit. Und ich denke, 6 Punkte lässt einem dann auch genug Auswahl, um möglichst viel noch auszuprobieren. Egal jetzt in welcher Ära man sozusagen spielt. Und wenn wir schon Ära sagen, auch da nicht ganz überraschend die Ära der Wikinger mit 38 Partien ganz weit vorne. Ich habe damit gerechnet, dass sie unter Ära der Wikinger unter den Top 2 ist, dass es dann so deutlich ist. Gerade auch im Vergleich zur Ära der Magie, was mich jetzt überrascht. Ja, ich hatte jetzt Ära der Magie. Gerade weil ich halt auch bei Facebook und sonst immer wieder Bilder für Ära der Magie sehe, schon mit wesentlich mehr Spielen gerechnet. Kann natürlich auch wiederum sein, dass ich die Spiele einfach nicht gekriegt habe, nicht erreicht habe, die Ära der Magie halt eben auch spielen. Das kann ich jetzt beim besten Willen nicht beurteilen. Aber sei es drum. 38 Mal Ära der Wikinger, 10 Mal Ära der Magie, 7 Mal dann Ära der Kreuzzüge. Da tat sich am Anfang auch lange Zeit gar nichts und dann kam es auf einmal. 6 Mal Ära des Hannibal und dann haben wir noch einmal Ära der Invasion, 2 Mal Ära der Invasion gegen Ära der Wikinger, einmal Ära des Hannibal gegen Ära der Invasion und einmal Ära dieser Kreuzzüge gegen Ära der Wikinger. Das waren so ein bisschen so Crossover-Spiele immer. Das denke ich, kann man auch machen. Das ist jetzt ja nicht unbedingt das Riesenproblem. Macht nicht jeder. Aber ich denke einfach, die haben auch ihre Daseinsberechtigung und ich finde das auch durchaus in Ordnung. Also das waren, wie gesagt, schöne, viele wilde Partien und beim Szenario seht ihr halt da natürlich Kampf der Kriegsherren mit 20 Partien, dann ganz deutlich vorne und dann zerfasert es sich ziemlich. Also wir haben hier nochmal 7 Mal Plündern und Brandschatzen, da bin ich glaube ich einmal bei gewesen, 9 Mal noch eine zufällige und so weiter und so fort. Also Scharmützel 4 Mal, Hinterhalt 6 Mal. Viermal noch die Brücke und dann Advent, Advent, Nordumbrien brennt einmal zum Beispiel. Demonstration der Stärke 2 Mal, Weinfass am Morgen, im Morgengrauen 1 Mal. Also auch hier, da seht ihr halt, es wird halt sehr viel Unterschiedliches gespielt, was ich sehr, sehr cool finde, dass man sich eben nicht nur auf Kampf der Kriegsherren vielleicht festlegt, auch wenn das heraussticht, weil das auch für mich tatsächlich, um reinzukommen, auch für so eine Standardpartie im Endeffekt ist Kampf der Kriegsherren, da steige ich standardmäßig einfach mit ein. Und spiele dann einfach auch. Und ja, wie gesagt, ist jetzt, denke ich, bei 66 Partien schon recht aussagekräftig, dass Kampf der Kriegsherren auch hier so deutlich vorne ist im Vergleich zu den anderen Szenarien. So, und weil es ja auch um deutlich geht, habe ich hier mal eine Volksfraktionswertung. Jetzt muss ich mal gucken, das ist relativ klein. Ich weiß nicht, wie gut ihr das sehen könnt, weil es tatsächlich auch viele verschiedene Völkerfraktionen gespielt wurden. 34 Stück insgesamt. Und die Gewinner sind die republikanischen Römer. Mit 7 Siegen an 7 Spielen. Dann kommen die letzten Römer mit 7 Spielen und 6 Siegen in einer Niederlage. Und dann kommen die heidnischen Rus mit 5 Siegen, einem Unentschieden, einer Niederlage und 7 Spielen. Am meisten wurden tatsächlich die Schotten gespielt. Die wurden 12 Mal gespielt. Ära der Wikinger. Wir haben auf Platz 4 noch die Untoten Legion. Ära der Magie mit 5 Spielen und 4 Siegen. Und ich glaube, die 4 Siege weiß ich auch alle, wer die gemacht hat. Also jetzt ohne, dass ich groß nachdenken müsste. Wir haben dann die Steppenvölker auf 6, die Iren auf 7, die Wikinger, da bin ich halt beispielsweise in einer Partie bei gewesen, auf 8, die Franken auf 9 und die Herren des Unterreichs mit 7 Punkten immerhin noch auf Platz 10. Unten alle mit 0 Punkten, hätten wir die Hunnen, die Lombarden, die Umayyaden, die Skrählinger, die Polen, die Herren der Wildnis und die Griechen.
Ja, tatsächlich kommen mir die republikanischen Römer in dem, was ich so mitkriege, relativ stark vor. Ne? Also gewinnen irgendwie immer. Karthago verliert eigentlich immer gegen die. Das war so das Gefühl, was ich hatte. Ansonsten hält sich dann doch sehr die Waage. Natürlich die Wikinger auch sehr beliebt mit neuen Spielen. Wie gesagt, da hatte ich auch eine Partie, habe ich meine Greyjoys mal in Wikinger verwandelt und habe die mal rausgelassen aufs Schlachtfeld. Ordensstaat. Zwei Siege, zwei Niederlagen, das ist so der Standard. Ich habe es selber auch gemerkt, natürlich gibt es da einfach Völker, die ich persönlich auch leichter zu spielen finde, wie die Wikinger zum Beispiel. Was mich überrascht hat zum Beispiel, sind die Anglo-Dänen mit 8 Spielen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden. Die hatte ich von früher, von ganz früher, erste Edition, deutlich stärker in Erinnerung. Ja. Aber was soll's, ich finde 34 verschiedene Fraktionen. Zwischen einer und 12 Partien gespielt. Das finde ich richtig cool. Das ist ein sehr bunter Mix und ich finde, das macht Saga ja auch aus, dass man eigentlich mit relativ wenig Aufwand einen relativ bunten Strauß an Spielen zusammenbekommen hat. Und ja, das ist eine Sache, die finde ich einfach cool, die finde ich schön. Man kann sich schnell mal eine zweite Fraktion einfach nochmal eben auf. Ich werde nicht immer anmache. Aufmachen und hinstellen. Ich selber habe mit Wikingern und mit der Horde gespielt. Jetzt gucke ich mal, die Horde war, glaube ich, nicht ganz so erfolgreich. Die Horde hier, Platz 26, 2 Spiele, 2 Unentschieden. Eins davon ist von mir. Genau. Und da muss man dann einfach mal gucken, wie es dann weitergeht. Ich bin gespannt nach der nächsten Liga, wie sich das Ganze dann halt eben zusammenschiebt und zusammenstellt. So, und jetzt muss ich im Hintergrund so ein, zwei Sachen nochmal schnell machen hier. Ja, nicht, dass das durcheinander kommt. So, und zwar kommen wir dann gleich zu unserer ersten Wertung, denn ich weiß, der eine oder andere ist jetzt vielleicht schon ein bisschen neugierig, ob er gewonnen hat, ob er nicht, was sagt, ob er was gewonnen hat, ob er nichts gewonnen hat. Verlosen tun wir auch noch was, aber wir kommen jetzt erstmal zu den vier Preisträgerkategorien, die ich am Anfang ausgerufen habe. Ich muss nochmal hier mich ein bisschen sortieren. Es geht als erstes um den Titel des fleißigsten Spielers. Und tatsächlich ist es so, dass ich dann auch nicht untätig gewesen bin und mir überlegt habe, was kann man denn als Preis machen. Jetzt bin ich kein großer Freund von diesen Riesendingern, sondern ich habe dann mal wieder was anfertigen lassen, unter anderem, und auch selber was angefertigt. Wir fangen erstmal mit dem an, was ich angefertigt habe. Das ist dann dieser kleine schöne Pokal. Ja. Ja. Auch dort seht ihr mal meine Sauklaue. Der fleißigste Spieler in Gold, ein kleines Krönchen, auf dem er steht. Dazu gibt es dann, da muss ich noch schnell holen. Von meiner Seite, ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Denn auch wenn man spielt, braucht man ja das, was ich hier habe, manchmal auch noch. Ja, die auch ein schönes Wochenende, Phil. Dazu habe ich jetzt einfach mal Enemenemek was rausgesucht. Und zwar gibt es da noch eine unbenutzte Farbe, Scruck Brown, die ich nicht mehr brauche. Die ist unbenutzt. Ja. Liegt schon eine Weile bei mir rum, aber ich brauche sie nicht. Die spende ich noch dazu dem fleißigsten Spieler. Und der fleißigste Spieler bekommt von mir eine Tasse. Kampf um die Winterkrone. Saga-Logo, offizielle hinten drauf. Ich habe nachher ein, zwei Sachen. Da ist das hier das falsche Datum. Ich hoffe, das ist okay. Man kann trotzdem aus der Tasse trinken. Und auch das Würfelbrett. Das entsprechende kann man auch benutzen. Ich denke, es ist in Ordnung. Ich wollte jetzt hier mal neu produzieren. Kostet mich auch ein bisschen was. Und dieser Kanal arbeitet ja völlig ohne Einnahmen. Aber die Tasse gibt es auch dazu. Pokal, Farbe und das Tesla. Ne? Und genau, unser fleißigster Spieler, der war wirklich sehr, sehr fleißig. Ne? Unser fleißigster Spieler hat es nämlich auf 20 verschiedene Partien gebracht, die bei mir eingescored worden sind. Und es war wirklich knapp. Es war wirklich sehr, sehr knapp. Und es hat sich wirklich erst in den letzten ein, zwei Wochen entschieden, wer der fleißigste Spieler geworden ist. Und ich möchte auch gar nicht drumherum großartig reden. Es ist dann am Ende mit einem Spielvorsprung von Platz 2 noch auf Platz 1 hochgehupft.
der gute Pika. Und wenn du dich jetzt gefragt hast, Pika, warum du von mir nichts gehört hast wegen den Sachen, die du mir abgekauft hast, ich pack dir das alles in eine Kiste. Nur, dass du es schon mal weißt. Ja? Der Pika, genau, war auf Platz 2 das letzte Mal. Hat dann den Red Freak, der lange geführt hat, noch knapp überholt. Wir sehen dann den Leo 43 auf Platz 3 mit 12 Spielen, den Dredizan mit 7 Spielen auf 4 und der Chris W. halt eben dann mit 6 Spielen auf der 5. Auch ihr seht, auch wenn jetzt der erste Platz und der zweite recht deutlich weit weg sind, wenn man hätte vorne mit dabei sein können, ohne viel Aufwand. 6 Spiele ist bei Saga, finde ich, in 3,5 Monaten nicht so viel. Der Peak hat halt im Vorfeld schon sehr, sehr viel gespielt. Und ich muss mir mal kurz so ein bisschen was ablegen, dass ich das nachher auch weiß, dass das alles an dich geht. So. Und deswegen, das ist praktisch unser erster Preisträger. Der geht dann auch in die Hall of Fame ein, die ich auch für sowas halt eingeführt habe. Und den Titel gibt es dann in der zweiten Jahreshälfte dieses Jahr zu verteidigen. Ja, herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank für für die Teilnahme und auch für das rege Mitmachen auf Discord. Ja, ist auch mal schön auf dem Kanal, wenn man sich bei uns hier ein bisschen austauschen kann. Und ja, also herzlichen Glückwunsch von meiner Seite aus. 20 Spiele, das ist ein Brett gewesen. Ja, und zwischendurch auch noch hier und da auf Turnier gewesen. Auch hier nochmal. Ich glaube, du hast mit 3 Spielen angefangen, mit 3 Siegen und dann kam es wieder mit, oder 4 oder 5 Siege sogar am Anfang, kam es dann wieder mit vom Turnier. Und es ist mir in Erinnerung geblieben und hast dann irgendwie noch gesagt, du hast mir dann 3 Spiele gegeben, alle verloren. Servus Chris, grüß dich. Du siehst, du bist auf Platz 5 beim fleißigsten Spieler. Zurückzukommen auf den Pika und hast dann irgendwie 3 verloren und sagst, oh, das tut mir mal leid für dich und für Scoring. Hast, und wurde mir geschrieben, das ist mir völlig egal, ich will Spaß bei der Freude haben, ich hätte eine Spaßliste mit. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich kenne es von Turnierspielern nämlich oft etwas anders. Ne? Aber hier an der Stelle herzlichen Glückwunsch von meiner Seite aus. 20 Spiele, wie gesagt, das ist ein Brett. Und das freut mich sehr für dich. Die Sachen hier, die packe ich dir auf jeden Fall dann in das Päckle, was ich jetzt hoffentlich die Tage gepackt kriege. Und Servus Red Freak. Ja, du bist auf Platz 2, wie du siehst. In diesem Falle. Und das packe ich hier in das Päckle mit den ganzen Modellen noch dazu. Ich muss mal gucken, wie es am geschicktesten packe. Den passenden Karton habe ich schon. Dann schauen wir einfach mal. Ja, 20 Spiele, wie gesagt, der Red Freak 19 Spiele. Das ist auch sehr, sehr viel und sehr, sehr gut. Und ich hoffe halt tatsächlich, dass wir diesen Schnitt gerade ihr beide auch in der nächsten Saison halten können. Vielleicht kommen noch ein paar Spieler dazu, die das Ganze noch ein bisschen heben. Und noch ein bisschen mehr Druck auf euch beiden viel Spieler machen. Das schauen wir aber halt mal. Wie gesagt, die Tasse, dieser kleine Pokal für die Vitrine, ist auch was Schönes. Ist mir so irgendwann gekommen im Laufe der Zeit, dass man sowas ja auch machen könnte. Und ein Färble, Farben haben wir gebrauchen. Das geht an dich, lieber Pika. So, das haben wir. Der erste von den 4 Preisträgern steht fest und ist, wie gesagt, das wird ein sehr knappes Ding. Die nächste Wertung, die kommt, die ist tatsächlich noch wesentlich knapper ausgefallen. Ja, und da habe ich immer wieder dran rumoptimiert an dieser Wertung, wie wir das halt eben, wie ich das mache, wie ich das gestalte. Und bis vor 2 Wochen gab es da auch einen führenden. Und ich rede hier von der Wertung der stets bemühte Spieler. Also. Ich könnte jetzt auch sagen, der mit dem schlechtesten Wert. Klingt aber irgendwie blöd und die rote Laterne fand ich auch ein bisschen anrüchig vielleicht, obwohl ich durchaus für solche Dinge ja empfänglich bin, wie man weiß. Aber der stets bemühte Spieler, es war relativ lange deutlich, wer es ist und dann fängt die Person auf einmal an, ein, zwei Spiele zu gewinnen. Dann gab es die nächsten 2, die sich dafür qualifiziert haben, die haben dann aber auch angefangen, auf einmal noch Spiele zu gewinnen. Und tatsächlich ist es so, man musste mindestens 3 Partien gespielt haben und dann da die wenigsten Punkte gehabt haben. Und auf einmal kam es so, dass alle, die 0 Punkte hatten, nicht mehr gespielt haben, also auch gar nicht dafür in Frage kamen. Für diese Kategorie. War also auch da spannend unten, wer es dann am Ende diese zweifelhafte Ehre erwerben wird. Und auch hier bei dieser Wertung geht es natürlich wieder um etwas. Und zwar geht es wieder um eine wunderschöne Tasse.
Es geht um nichts weniger als dieses Unikat, von mir handgeklebt, von jemand anderem teilweise, die Krone von jemandem für mich extra gemacht, von mir handgeklebt und handgrundiert und gesprüht. Und da man auch als schwächster Spieler immer noch ein paar Farben gebrauchen kann, habe ich mir gedacht, ich schmeiß dir mal einen Goffmomb, wie das heißt, Brown hier rein. Ne? Um diese wunderschönen Dinge geht es praktisch. Ich gucke nochmal drauf, nicht, dass ich lüge. Nein, ich lüge nicht. Und genau. Im Endeffekt ist es dann so gewesen, es war dann ganz, ganz knapp und hart umkämpft. Und zum Schluss, wie ihr seht, haben wir einen Gleichstand. Und zwar mit jeweils einem Punkt, den Lord Duggaroth, ich hoffe, das spricht man so richtig aus, und den Don Levy, mit jeweils einem Punkt. Der Mackie und Barritorio Sora, die waren bis kurz vor Ende jeweils mit 0 Punkten vorne und die haben dann beide nochmal gewonnen. Ja, und dann ist man natürlich für die Wertung halt raus. Ich meine, gut, wer will unbedingt schwächster Spieler werden? Und tatsächlich, ich habe es ja auch schon am Anfang gesagt, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, um technisch hochwertigstes Zufallsgeneratorsystem zu besorgen, dem ich mich bedienen kann. Und das ist in diesem Fall noch ein etwas simpleres Produkt, aber trotzdem schon eins, mit dem ich generell keine Probleme habe, es zu bedienen, außer es ist das falsche Würfel. Es ist einfach ein W6. Wir müssen jetzt praktisch unseren Gewinner dieses kleinen Pakets hier ermitteln. Und den muss ich dann hinterher noch eintragen, dass ich das vergesse. Und wir sagen einfach mal, wenn ich jetzt würfel, eine 1 bis 3. Wo ist ein Würfelbecher? Den könnte ich mir einfach mal schnell holen. Eine 1 bis 3 wäre der Lord und eine 4 bis 6 wäre der Don. Und dazu hole ich mir meinen alten Rollenspiel Würfelbecher. Würfeln. Und der Gewinner für den stets bemühten Spieler und damit auch Preisträger in der Hall of Fame für die Winterkrone 2021-22, hier noch 2021 nur draufstehend, ist der Lord. Gehe ich hier mal gleich schnell rein. Ich muss damit hier was anpassen. Ja, wie gesagt, knapper geht es halt auch nicht. Ja. Der Don Levy fällt dann halt auf die 2. Das tut mir ein bisschen leid, aber das macht nichts. Dadurch bleibt der Don Levy dann nachher in der Verlosung drin. Generell werdet ihr noch sehen, ich verlose ja gleich noch ein paar Sachen. Alle, die jetzt hier was gewonnen haben an Preisträgern, sind dann in der Verlosung nicht mehr mit drin, weil ich mich entschieden habe, da dann wirklich so zu machen, dass die, die noch nichts haben, die Chance bekommen sollten, in irgendeiner Art und Weise was zu bekommen. Das trage ich dann nachher noch gleich nur um, wenn es soweit ist. Wir gehen mal zur nächsten Kategorie. Nämlich die Kategorie des. Das ist ein Preis, der ist übrigens gesponsert, komme ich da gleich zu. Die nächste Kategorie ist eine, wo habe ich lange an den Namen rumhantiert und ich habe mich dann für der Hautwechsler entschieden. Ja. Der Hautwechsler. Auch der Hautwechsler, das ist der, der mir die meisten verschiedenen Armeen gespielt hat. Auch der Hautwechsler bekommt in diesem Falle wieder eine wunderschöne BAMTV Saga-Tasse. Ja. Und auch der Hautwechsler bekommt von mir eine Farbe, nämlich das Nagaroth Knight, würde ich sagen. Und der Hautwechsler bekommt natürlich auch von mir, wo habe ich ihn? Hier habe ich ihn. Einen kleinen Pokal. Hier auch mit einem schönen Umhang hinten dran, ja, ein Hautwechsler, der wechselt dann die Haut. Ja. Der Hautwechsler. Und auch da war es eine ganze Weile ein eifriges Kopf-an-Kopf-Rennen miteinander darum, wer denn jetzt hier heute auf dem obersten Treppchen steht. Und so vor 3, 4 Wochen wurde es dann langsam ein wenig eindeutiger. Und zum Schluss kann ich halt dann wirklich sagen, das ist wieder der Pika geworden ist. Ja? Mit 12 verschiedenen Armeen. Ich gucke mal durch, nicht, dass ich mich verzählt habe um eine, aber es wäre egal. Und zwar ist der Pika angetreten mit den Anglo-Dänen, Byzantinern, Goten, Iren, letzten Römern, Normannen, Polen, republikanischen Römern, Schotten, Skrellingern, den Steppenvölkern und denen, die ich so ganz schlecht aussprechen kann, die Umayyaden. So.
Herzlichen Glückwunsch an der Stelle, das nenne ich wirklich mal Einsatz. Und dieser Preis, wie ihr seht, der wird auch noch gesponsert. Ja, da habe ich ja einen Sponsor für gefunden, ohne dass ich es wollte. Und zwar vom guten Korbeck. Das seht ihr gerade nicht, weil ich habe nämlich den Video davor, dann seht ihr das jetzt, der Korbeck. Den habe ich nämlich beim Spielen irgendwann mal getroffen und der hat dann zu mir gesagt, ich habe ja noch was, haust doch als Preis raus und deswegen gibt es dann noch mehr so einen offiziellen Saga Collectible Magier dazu. Ja. Lieber Pika, und da du es bist, ich habe leider ein, zwei Tassen, die sind verdruckt, da steht das falsche Datum. Ich würde dir jetzt eine von den verdruckten damit reingeben. Ich hoffe, das ist okay. Du hast ja so eine eh schon mit dem richtigen Datum. Es sind alles Unikate von den Tassen. Mit dem Saga-Logo gibt es sonst keine. Die gibt es noch nicht zu kaufen, die gibt es noch nicht zu kriegen. Das ist auch so abgesprochen mit Mirko von Stronghold Terrain. Der hat das mit den Leuten von Studio Tomahawk abgesprochen. Hast du praktisch zwei Unikate, einmal mit dem richtigen Datum und einmal mit dem falschen Datum. Da habe ich einen Fehler gemacht und die Ivy, die mir die Tassen gemacht hat, hat es auch nicht mitgekriegt, aber es ist in erster Linie mein Fehler. Nur, ich denke, ob das jetzt 2021 oder 2021 draufsteht, ich glaube, wenn man als Pinselbecher benimmt, das Pinselwasser wird deswegen nicht schlechter und wenn man was raus trinkt, schmeckt es wahrscheinlich ebenfalls gut. Deswegen an der Stelle, gerade weil du auch schon eine richtige hast, würde ich sagen, dann komplizieren wir das Set der Tassen sozusagen und du hast dann praktisch eine zweite Tasse mit dazu. Wie gesagt, packe ich dir alles ein, kriegst du dann von mir zugeschickt und genau, an der Stelle herzlichen Glückwunsch und für den Fleiß alles vielen, vielen Dank auch nochmal. Du hast ja noch ein bisschen bei mir eingekauft an bemalten Armeen. Kannst du dann nächstes Mal noch mehr verschiedene Armeen spielen, aber es ist vielleicht auch ein Ansporn für den einen oder anderen, einfach auch mal nochmal sich ranzusetzen, noch ein paar Armeen mehr zu machen. Sie spielen sich wirklich sehr unterschiedlich, das habe ich ja auch im eigenen Leib erfahren. Ja, und wie gesagt, vielen Dank auch nochmal an den Korbeck, an den Alex, der auch gerade da ist oder kurz da war zumindest, für das Sponsoring von dem Preis, genauso wie für den Unterbau der Pokale, den er mir gemacht hat, oder gedruckt hat. Finde ich super und auch da nochmal vielen, vielen Dank. Ich freue mich dann drauf, wenn wir uns im nächsten dann vielleicht hoffentlich mal wieder zum Spielen sehen. Es fehlt mir auch sehr, aber die Zustände gerade sind leider welche, die nicht schön sind. So, und dann, jetzt gucken wir mal, kommen wir eigentlich schon zu der nächsten, mehr oder weniger letzten Kategorie, bevor dann die wirklichen Lose noch kommen. Und zwar bester Spieler bzw. die besten 5 Spieler in der Liga. Der Preis, die besten 5, hatte ja der Mirko von Stronghold Terrain auch nochmal gesagt, dürfen sich dann bei ihm eine Saga Collectible Figur aussuchen. Eine. Da lege ich jetzt auch mal Wert auf das eine. Das Prozedere funktioniert so: Ihr sucht euch die Figur aus. Ich brauche eh eure Adressen, die ihr mir schicken müsst. Und ihr schickt mir dann praktisch, wenn ihr mir eure Adresse schickt, auch mit dem Verweis, auf welchen Preis ihr da bekommen habt. Gut, beim Pika, bei dir weiß ich es ja. Weil wir hatten ja schon mal ein bisschen Kontakt. Die Adresse schickt es mir trotzdem bitte nochmal, weil alter Mann, käsiges Gehirn. Ich mache mal kurz aus, weil da müssen wir gleich was gucken. Ihr schickt mir das bitte am besten den Link von dem Preis. Ihr schreibt mir den Preis mit dazu, am besten noch mit dem Link dann dazu. Und ich gebe dann sobald ich die 5 zusammen habe, gebe ich das an den Mirko weiter. Und der Mirko schickt euch dann eure Saga Collectible Miniatur zu. Nochmal vielen, 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 vielen Dank an der Stelle an Mirko und an Stronghold Terrain generell für den Support. Ich hatte eigentlich nur wegen ein bisschen Werbung gebeten und dann kommt sowas dabei raus. Finde ich wirklich toll und das hat mich auch sehr beflügelt und das hat mich auch generell sehr beflügelt, auch dass ihr mir das mit den Saga-Tassen-Logo ermöglicht habt. Das ist ja auch so eine Geschichte halt eben, wo ich halt sage, finde ich klasse, finde ich super. Und ja, vielen Dank an der Stelle für die ganze Unterstützung. Wir gucken uns die Spielerwertung jetzt erstmal einmal im Groben an. Wir haben 33 verschiedene Spieler. Einfach, dass ihr es mal gesehen habt, punktemäßig von 0 bis 49. Und dann gehe ich jetzt einfach auch mal direkt in die Spielerwertung. Das sind unsere Top 5 Spieler. Wenn ich nochmal zurückschalte, seht ihr zum Beispiel, dass auf Platz 4 der Mirko ist. Wie ich bereits gesagt habe, ich gehe nicht davon aus, dass Mirko seinen eigenen Preis gewinnen möchte. Außerdem bekommt er noch ein Dankeschön-Paket von mir zugeschickt. Deswegen habe ich ihn einfach mal rausgenommen. Und es ist da praktisch so, dass er auf dem ersten Platz und damit auch stolzer Gewinner einiger Kleinigkeiten, die ich mal kurz hier noch zeige, nämlich auch eine wunderschöne Tasse, ein wunderschönes, hoffentlich noch funktionierendes, original verschlossenes, irgendwas mit Doom Bill Brown, ja,
Und natürlich auch nochmal ein Pokal für die Vitrine oder für sonst was. Ist der Red Freak 82. Ja. Mit 49 Punkten. Da kann ich auch vielleicht mal kurz auf die Liga gucken. 19 Spiele, 16 Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen. Zweiter Platz wäre dann der Pika hier an der Stelle mit 20 Spielen, 11 Siegen, 9 Niederlagen. Dritter wäre der Marcel, der ist aus meiner Gruppe mit 15 Punkten, 5 Spiele, 5 Siege. Tatsächlich war ich dabei bei den meisten dieser Spiele und der Marcel würfelt nicht nur abartig gut, er spielt auch abartig gut. Platz 4 ist der Dredizan mit 12 Punkten, 7 Spiele, 4 Siege, 3 Niederlagen. Und dann noch mehr oder weniger so recht Richtung Ende überhaupt da erst dazugekommen, der WD Rinky 6 mit 10 Punkten, 4 Spiele, 3 Siege, ein Unentschieden. Ihr 5 bitte, aber ich zeige euch gleich noch wohin. Ihr meldet euch dann bitte einfach bei mir mit eurer Adresse und ich gebe das dann alles, weil sobald ich das von euch 5 habe, geschlossen an den Mirko weiter, dass ich da jetzt nicht tröpfchenweise die E-Mails rüberschieben muss, das finde ich auch ein bisschen blöd. Da lieber einmal in einem und er kann das dann machen und dann solltet ihr in Bälde eure Punkte bekommen. Und der Red Freak kriegt dazu noch die Kleinode, die hier stehen. Ja. Du würdest gerne mal live gegen Marcel spielen. Das könnt ihr bestimmt mal machen, wenn es coronamäßig besser ist. Marcel ist ja auch bei mir in der Spielegruppe und du wolltest ja auch mal kommen. Und das ist ja nicht so weit. Das würde mich tatsächlich auch mal interessieren, wie ihr beide gegeneinander, das hätte was. Ja. Wie gesagt, und Marcel spielt wirklich gut, wenn ich und ohne dabei verbissen zu sein, das muss ich an der Stelle auch ganz klar sagen. Marcel würfelt aber auch nicht nur bei Saga gut, auch bei Kings of War. Also da ist er meistens eher bei Kings of War, bei der letzten Liga eher daran gescheitert, dass er das System noch nicht ganz so gut kannte und tatsächlich meistens gegen Chris gespielt hat und Chris hatte relativ starke Armeen immer dabei, gegen die Marcel noch nicht so wirklich so Mittel gefunden hatte zu dem Zeitpunkt. Aber das kann sich auch noch alles ändern. Aber das Gegeneinanderspielen von euch beiden, das kriegen wir bestimmt hin. Spätestens, denke ich, zur nächsten Saga-Liga, die dann ja irgendwann im Laufe des Jahres auch noch kommen wird. Da komme ich aber nachher nochmal drauf. Genau, jetzt muss ich mal eben hier schnell was kopieren. Nicht, dass ich es vergesse. Und zwar kopieren wir das mal. Und dann seht ihr hier die Preisträger, die beiden müssen wir hier mal ein bisschen kleiner machen. Ihr seht, technisch ist das wieder auf dem allerhöchsten Stand, was ich hier mache. Ja, also Hightech lässt grüßen. Das ist der Red Freak, das muss ich auch mal zur Seite stellen. Dass ich es hinterher nicht noch wüsste, aber man weiß ja nie. Genau, jetzt habe ich noch tatsächlich, wie ihr seht, 1, 2, 3, 4, 5 Preise habe ich jetzt noch offen. Ja? Und das sind jetzt tatsächlich Lospreise. Ich verlose noch zwei von diesen wunderschönen, sehr stylischen und ich hoffe auch wohlschmeckenden Tassen. Wenn man daraus trinkt, dass es einen wohlschmeckenden Geschmack gibt. Bei den letzten wurde mir zumindest gesagt, der Kaffee würde besonders gut aus den Tassen schmecken. Ja. Und zweimal so eine Tasse. Und ich verlose noch dreimal ein solches Würfelbrett. Noch solche Würfelschale. Ja, die packe ich jetzt noch in den Topf. Und packen wir eben schnell was weg. So. Und da habe ich mir Folgendes überlegt. Wir haben so viele Teilnehmer gehabt und ich möchte jedem trotz alledem die Chance geben, irgendwie eine Kleinigkeit zu gewinnen. Ich habe jetzt zwei Listen. Einmal 12 Spieler und einmal 11 Spieler. Und ich werde gleich wieder das Wunderwerk der Technik benutzen, was mir zur Verfügung steht. Nämlich, ich bin auf den falschen Reiter, ohne in die Kamera zu gucken, nämlich diese beiden Würfel. Und zu ermitteln, welche der beiden Folien und dann welcher der Spieler etwas gewinnt. Sobald einer der Spieler was gewonnen hat, ist er raus aus dem Topf. Und ich trage ihn dann drüben ein, streiche ihn durch und dann machen wir die nächsten. Es sind jetzt tatsächlich ein paar Spieler nicht in diesen Dingern dabei, die nichts gewonnen haben. Das liegt aber daran, dass die tatsächlich entweder irgendwie Sponsoren waren, die auf eine andere Art und Weise von mir noch was bekommen werden. Und ja, oder halt eben Preisträger sind, die was gewonnen haben. Also
Genau, hier oben müsste ich noch den Don Levy nach vorne ziehen, denn der Lord hat jetzt ja auch schon was gewonnen. Ich habe das tatsächlich ein bisschen nach der Rangliste eingetragen, aber an sich, das werdet ihr ja gleich sehen, werden da einfach die Würfel entscheiden. Es geht jetzt erstmal um die erste Tasse. Ja, und da fangen wir erstmal an. Ich bin jetzt auf der ersten Folie, hier ist die zweite. 1 bis 3 ist die Folie und dann 5 bis 6 ist die zweite Folie. So, hier ist jetzt auch ein Bild gewürfelt. Jetzt habe ich nämlich gerade die Oberfläche weggemacht. Ich habe ein Bild gewürfelt, zwar nicht ganz mittig. Dann machen wir es einfach mal so. Machen wir es so. Und dann gehen wir da mal so ein bisschen spannender und zoomen noch ein bisschen rein. So, jetzt lebe die Technik. Und der Sieger, die erste Taste geht an die zweite Folie. Das wäre dann diese. Schalt bitte rüber, genau. Und in diesem Fall haben wir 11 Leute, das heißt, sollte ich tatsächlich nur 12 würfeln, gibt es einen neuen Wurf. Ansonsten sehen wir dann gleich, wer als erstes eine Tasse bekommt. Die 11, das ist Mackie. Jetzt muss ich hier wieder ein bisschen aktiv werden. Zum einen muss ich mir jetzt mal den Mackie rauskopieren. Und die Lostasse geht an Mackie. Und den Mackie. Streichen wir uns einfach hier mal durch. So, das hat nichts mit Geringschätzung zu tun. Das ist einfach für mich, um es einfach leichter zu wissen. Und es geht weiter. Das ist die zweite Tasse. Folie 1 oder 2. Ich bin hier gerade optisch wieder auf der 1, wie ihr seht. Bleibt auf der Folie Nummer 1. Und welcher von den Glücklichen wird sich dann eine diese wunderbaren Tassen ergattern können? Die 12. Baritorius Sora. Das sind tatsächlich auch die beiden, die hart um die rote Laterne gekämpft haben. Ja, wunderbar. Ich meine, dann geht es sich da ja auch so ein bisschen aus, wie man hier und da sagt. Baritorius Soa und wir streichen den Namen einfach mal durch. Ihr seht, das ist technisch natürlich auf der allerhöchste Stand, auf dem ich mich hier bewege. Ja. Ja, das erfordert schon mal ein bisschen Applaus eigentlich, dass ich das so gut hinkriege, ohne mir die Finger zu brechen. Aber es ist ja okay. Jetzt geht es noch um die drei Würfelbretter. Ja. Ich würfel wieder und wir gucken. Ich bin wieder auf Folie 1 unterwegs gerade. Und wir bleiben auf der 1. So, Baritorius Sora ist natürlich jetzt raus. Und das erste von den drei Würfelbrettern geht an die Nummer 11. Ich würfel nur hoch. Ja. Das ist Pyros. Ja, hat, glaube ich, auch tatsächlich Ära des Hannibal gespielt. Und machen, nicht dass es mir hier das Ganze zerhagelt, aber wahrscheinlich ist das einfach nur der Absatz erstellt. So, dann streichen wir den auch mal raus. Schnapp. Und es geht dann auch direkt. Wir sind weiter auf der Folie 1 ran unterwegs. Auf welche Folie wir jetzt gehen. Auf die Folie 2 springen wir rüber. Das ist auch vollkommen okay. Ihr kriegt. Und wir schauen mal, ob jetzt eine 10 kommt vielleicht. Ja, das würde jetzt ja im Trend liegen, dass jetzt eine 10 kommt. Das ist die 4. Das ist der Christian Köhn, habe ich ihn abgekürzt. Das ist, meine ich, einer von denen, die mit dem Mirko gespielt haben. Da kann ich aber gleich gerne auch nochmal nachgucken. Denn der Mirko wird das ja auch irgendwann sehen. Das mache ich aber gleich. Jetzt trage ich es erstmal hier rüber. So, und dann streichen wir den Herren auch einfach mal hier weg. Ich meine, die beiden Christiane hätten beide mit Mirko eine Partie gespielt. Das gucke ich jetzt aber einfach mal schnell nach, denn so viel Zeit muss sein. Ich meine, das war auch in Ehre der Wikinger-Spiel. Mirko gegen Christian, der hat genau Schotten gegen den Mirko gespielt. Und Mirko hat heidnische Rus gespielt. Falls dir das hilft, Mirko oder Christian, falls du das siehst oder nicht, dass ihr das mal gehört habt, dann eben.
Gut. Und dann kommen wir jetzt ja zum letzten. Ja. Ich wechsle erst nochmal auf die Folie 1 rüber, einfach aus Gewohnheit. Wir gucken, welche Folie kommt. Es bleibt auf der Folie 1. Einer von den Herren hier, ich glaube, das sind nur Herren, die da sind. Ja, vielleicht Paradoxa, vielleicht nicht, aber der Rest sind Herren. Gehe ich von aus. Oh. Hat jetzt noch die Chance auf ein Würfelbrett. Wie gesagt, gibt's nicht zu kaufen. Ein solches Würfelbrett halt vielleicht schon, aber da überlege ich zumindest, was mit dem offiziellen Saga-Logo gibt es das nicht zu kaufen. Nur hier. Live in Farbe und Bunt. Und es ist die 12, die gibt es nicht mehr. Also würfel gleich nochmal. Wunderbar. Ich würfel heute nur hoch. Ich mache ein Spiel, wo ich hochwürfeln muss. Wenn man hochwürfeln würde, wäre das schön. Es ist die 9. Das ist Paradoxa 42. Paradoxa 42. Bekommt praktisch dann die letzte Würfelschale. Und wir streichen das einfach nur durch, der Vollständigkeit halber. Tut mir für den Schattenlumpi ein bisschen leid, denn da um den hat es jetzt drumherum eingeschlagen, aber er hat selber nichts bekommen. Aber so ist das bei den Spielen. Glücksmomenten im Leben. So, hier haben wir nochmal die ganzen Gewinner. Fleißigster Spieler Pika, stets bemühter Spieler Lord Duggaroth, der Hautwechsler Pika, die erste Lostaste geht an den Mackie. Die Spielerwertung gewinnt der Red Freak 82, die zweite Lostaste am Baritorio Sora. Dann weiterhin der Spielerwertung Pika, Marcel, Dredizan und Rinky 6. Und die Lostaste 2 geht an Pyros, die Losschale an Christian Köhn, an Paradoxa 42. No. Die Lostaste geht an Mackie und Baritorio Sora, so Losschale an Pyros, Christian Köhn und Paradoxa 42. Ihr könnt euch bei mir per Mail melden, das ist bamh-tvgmx.de oder halt per Discord auf meinem Kanal mich, oder mich dann einfach auch privat anschreiben oder mich auf dem Kanal anschreiben mit der Adresse. Das ist, denke ich, das Einfachste für die meisten. Ein anderer hat vielleicht auch meine Handynummer, wenn er das will, aber ich hätte es dann eigentlich schon ganz gerne irgendwie in der schriftlichen Form, die Adresse. Das macht mir den Versand tatsächlich auch um einiges leichter. Ja? Und an dieser Stelle nochmal ganz klar meinen Glückwunsch an alle Beteiligten und vielen, vielen Dank für die Teilnahme. Ja, das ist nicht selbstverständlich, das weiß ich auch. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass so viele mitgemacht haben, dass so viel gespielt wurde, dass so viele verschiedene Leute auch mitgemacht haben. Ja. Und halt, wie gesagt, ich habe da selber auch ich hab da eine Menge Herzblut reingesteckt und werde es auch weiterhin tun. Dann werden wir das hier noch sehen. Vielleicht, wie geht es jetzt weiter? Ligatechnisch hier auf dem Kanal machen wir jetzt erstmal ein kleines Päuschen. Ja, das ist so. Ja, habe jetzt viel ausgewertet, viel gemacht. Ich habe auch noch einiges anderes, was ich mal machen will. Ich habe die Wanderkiste, da ist die Anmeldung jetzt auch für ausgelaufen. Die muss ich auch noch umpacken und dann muss ich hier auslosen, wer in welcher Form jetzt irgendwas kriegt. Wer wann dran ist, so ungefähr. Da bin ich halt noch mit beschäftigt. Und dann um den 1.4., wahrscheinlich zum 1.4., ich muss mir mal die Wochentage angucken, wann was ist, das habe ich jetzt noch gar nicht gemacht, starten wir dann in eine Kings of War Liga, die zweite. Ja. Da gibt es ja den einen oder anderen, da kann ich gerade mal kurz gucken, in der Kings of War Liga, wenn es den einen oder anderen hier interessiert. Ich muss nur mal die Liste finden, ich habe da nämlich auch schon mal reingeguckt gehabt. Ich habe ja wieder einen anderen weißen neuen Rechner und dann finde ich alles noch nicht wieder. Genau, ich habe nämlich hier eine Hall of Fame, ja, aus dem letzten Jahr. Da war der beste Spieler der Chris W. mit 4 Siegen, einer Niederlage. Die Niederlage hat er gegen mich und 12 Punkten. Die beste Fraktion waren die Bösen mit 14 Siegen und 8 Niederlagen. Der stets bemühte Spieler war da der Corbeck 89 mit 3 Niederlagen. Durch Losentscheid. Ja. Und der fleißigste Spieler war da der Chris W. mit 5 Spielen. Das sind die Titelträger aus der letzten Liga, die gilt es zu schlagen dieses Jahr. Ja. Und da fangen wir so um den 1.4. rum an. Und bis zum 30.6. habe ich überlegt. Dann machen wir eine kleine Pause. Und dann kommen wir zurück in der zweiten Jahreshälfte mit Saga. Ich
bin mir momentan nicht sicher, ob ich es wirklich mit der Kampagnenkarte mache oder ob ich es wieder als rein Liga laufen lasse. Es kommt tatsächlich dann ein bisschen auf den Zeitaufwand an. Ja, bin ich ganz ehrlich, der Große kommt jetzt dann demnächst in die Schule und dann muss ich gucken, was ich so an Zeit habe, Zeit übrigen kann, wie die Abende sich so gestalten, ob ich da noch Hintergrundgeschichte schreiben kann oder nicht. Das Liga-Format würde ich auf jeden Fall machen. Ob ich dazu eine Geschichte schreibe oder nicht, das ist völlig egal, da müssen wir mal gucken. Aber die Saga Liga kommt auf jeden Fall wieder dieses Jahr. Die wird dann aber auch dann auch 2022 enden. Das ist mir dann auch ganz wichtig, dass wir das jetzt ein bisschen sauberer und nicht dieses Übergangsjahr, sonst wäre mir dieser Fehler auch nicht aufgefallen. Korbe gesagt, ich werde meinen Titel verteidigen als stets bemühter Spieler. weiß ich nicht. Deine Echsen werden, du wirst immer besser mit deinen Echsen, lieber Korbeck. Also, und die sehen cool aus. Aber ich freue mich schon. Also, ich freue mich eh, wenn wir uns dann sehen. Und der Lipfil, bis zur nächsten Sagenlege muss ich eine Armee aufstellen. Ja, gut, das ist aber relativ einfach bei Saga. Ja, also, so schwierig ist das nicht. Also, generell ist es ja so, wenn ich es mir jetzt mir relativ einfach machen will und ich will 6 Punkte machen, dann nehme ich mir den Kriegsherrn. Das ist ein Modell und ich nehme mir 6 Punkte Veteran, das sind 4 Modelle pro Punkt. Also bei 25 Modellen ist zwar ein bisschen langweilig und wahrscheinlich auch nicht effizient, aber es ist möglich. Also wie gesagt, das schätze ich sehr in diesem System und sage, man muss nicht so viel malen. Ja. Wie gesagt, aber dann zur zweiten Jahreshälfte, bis dahin ist noch viel Zeit, können wir noch warten, bis wir damit sagen, wir was machen. Ich freue mich da aber auch drauf. Jetzt, wie gesagt, jetzt erstmal bis Ende des Monats ein bisschen durchschnauben, was ligamäßig so ist. Wie gesagt, bei dem Versand schickt mir bitte eure Adressen zu und das Ganze idealerweise natürlich noch, was ihr gewonnen habt. Ich kann zwar auch nachgucken und es hilft mir. Die 5 in der Spielerwertung, also Red Freak, Pika, Marcel, Dredizan und Rinky, bitte mir noch einen Link am besten schicken, welche Figur ihr haben möchtet. Alles, was von mir aus rausgeht, da bitte ich euch hier und da ein bisschen Geduld. Ich habe nämlich letztens in einem Aufräumen fast alle meine Kartons vernichtet und habe jetzt nicht unbedingt so die passenden Kartons. Ihr kriegt es aber alles, das verspreche ich euch und mein Versprechen pflege ich zu halten. Kann vielleicht 2, 3 Tage länger dauern oder 4, 5 Tage, je nachdem, wie das jetzt hier mit den Paketen die nächsten Tage passiert, aber es wird sich alles zu euch auf den Weg machen. Ganz großes Tabletopper Ehrenwort da drauf. Ja, ich habe mich schon ein bisschen reingelesen in das Regelbuch, was ich von dir habe. Nochmals danke. Ja gut, ich hatte das Regelbuch bekommen. Der Miko von Stronger Terrain, lieber Phil, hat mir immer regelmäßig ein Regelbuch mit reingeschmissen. Gratis. Und was soll ich damit außer das weitergeben? Und wenn ich das weitergeben kann an jemanden, der es dann auch spielt, dann sind ja alle Seiten zufrieden. Ich habe dir was gegeben, was dich freut. Ich habe dir was gegeben, was mich freut, dass es dich dazu animiert, was zu machen. Und Miko freut sich auch, dass es an jemanden ging, der mit Saga anfangen will. Ja? Und da sind wir schon jetzt fast am Ende. Ich möchte mich an dieser Stelle jetzt mal ganz, ganz herzlich erstmal bei allen bedanken, die mitgemacht haben. Ja. Ich möchte mich bei allen bedanken, die über das Mitmachen hinaus Werbung dafür gemacht haben und auch hoffentlich jetzt in der Übergangsphase bis zur nächsten Liga vielleicht auch wieder Werbung machen. Ja, ich sage mal, je mehr, umso lustiger, je mehr, umso spannender und je mehr Spaß haben alle miteinander. Es ist ja auch ein reges, kleines Community-Ding da auf meinem Discord-Kanal entstanden. Ich möchte mich ganz besonders nochmal bei Stronghold Terrain, bei Mirko bedanken für den vielen Support, für die Preise, für die Unterstützung auch mit dem Saga-Logo. Ich meine, ich finde einfach, das ist nicht selbstverständlich, dass man sowas kriegt. Und mir war es irgendwie schon wichtig, dass es drauf ist. Wenn es jetzt nicht gewesen wäre, wäre es auch nicht schlimm gewesen, aber es war mir schon wichtig, es drauf zu kriegen. Es sind Unikate. Da gibt es insgesamt 11 Tassen. Ich selber habe nicht mal eine davon, ja, weil durchs Verdrucken und durch das Budget, was ich mir selber gesetzt habe, ist es so, wie es ist. Das war auch nicht schlimm. Ich gebe das gerne an euch raus, damit ihr da was von habt und mich vielleicht auch ein bisschen im guten Gedanken haltet. Ich möchte mich beim Korbeck, beim Alex ganz, ganz herzlich bedanken für den Preis, den er gespendet hat. Und damit werbe ich mal, wenn ihr zu einer der nächsten Ligen auch irgendwas zum Spenden habt, dann seid herzlich eingeladen von mir. Auch euer Name könnte da irgendwo stehen. Muss aber nicht, nein. Also herzlichen Dank dafür und vor allen Dingen auch für die Krönchen, auf denen die Figuren stehen. Da komme ich demnächst bestimmt mal wieder auf dich zu, weil ich damit anderen Figuren auch noch was vorhabe. Dann müssen die Krönchen vielleicht ein bisschen größer werden. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ob wir das hinkriegen. Wir müssten immer sprechen wegen Wünschen, die ich noch habe, lieber Alex. Ich möchte mich bei meiner Spielgruppe nochmal ganz herzlich bedanken, die tatsächlich irgendwann jetzt aber das Wort Saga auch nicht mehr hören konnten, weil wir so viel gespielt haben und die haben ja auch wesentlich mehr gespielt, als ich noch gespielt habe. Und immer wenn es irgendwie hieß, ja, wir treffen uns, so, wo man spielen kann, von mir, ihr spielt Saga, es ist Liga, ihr habt Saga zu spielen. Ja, haben sie auch gemacht, in vielen Fällen, irgendwann dann nicht mehr. Ich
gebe es ja zu, wir haben letztens auch nicht mehr Saga gespielt, sondern mal Mortal Gods, weil wir es einfach mal spielen wollten und wir auch nicht so viel Zeit hatten. Aber auch da ein herzliches Danke, schön. Ich möchte mich bei der Ivy von Ivys Nerdwelt bedanken für die Tassen und für die Würfelbretter, die ich natürlich bezahlt habe. So ist das nicht. Das sind also keine Spenden von ihr. Das habe ich über ihren Auftrag gegeben und gezahlt. Trotz alledem ist sie immer wieder mit meinem was? Viel zu viel ist relativ. Na gut, im Vergleich zu dem unserer bescheidenen Zeit haben wir schon viel gespielt in der Gruppe. Weil irgendwie nochmal bedanken, weil ich dann auch mal zwischendurch auf irgendwelche blöden Ideen kam und dann ist halt gut, dieser Fehler hat irgendwie dann passiert mit dem Verdrucken. Der hätte nicht passieren sollen, ist aber geschehen. Trotz alledem ist das nicht schlimm, vor allem geht das auch auf meine Kappe. Ne? Aber wie gesagt, auch da und da wird dann demnächst für Kings of War auch ein Folgeauftrag kommen von meiner Seite aus, weil ich das auch gern mache. Und ich das auch ganz cool finde. Ich finde die Tassen noch ganz cool. Und dann schauen wir mal, was dann so das Jahr noch gibt. Wie gesagt, als nächstes kommt jetzt erstmal Kings of War auf die große Liste. Und dann, ja, kommt dann in der zweiten Hälfte das zweite Saga-Liga. Ich bin gespannt, ob dann, ich werde auch hier eine Hall of Fame anfertigen, ob dann die Herren ihre Titel verteidigen können oder ob es dann neue Titelträger oder auch Trägerinnen gibt. Ja, mich würde mich immer interessieren, ob wir irgendwo auch eine Dame dazwischen hatten. Einfach mal Interesse halber, ja, wie sich das so zusammensetzt, das Spielerfeld. Und ja, danke für die Organisation und danke, lieber Grisou, gerne danke auch für das Original Liga, hat viel Spaß gemacht. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wie der Redfield jetzt schreibt, ist ein toller Grund, auch neue Leute für Saga zu begeistern. Das sehe ich ja auch so, sehe ich ganz genauso. Ich finde einfach, Saga ist ein schönes System. Das kann man auch, wenn man es dann zwei, dreimal gespielt hat und sein Board ein bisschen kennt, relativ flüssig runterspielen dann auch miteinander und trotzdem eine Menge Spaß haben. Das ist also kein leichtes, es ist kein unkomplexes Spiel. Ich sage mal, easy to learn, hard to master. Und so ist es dann teilweise auch, wenn dann die Würfel auch noch gegen dich sind. Du musst halt mit dem leben, was du würfelst. Ich finde das cool, das System. Tatsächlich ist Saga so ein Ding, das kann ich mir vorstellen, in den nächsten Jahren jedes Jahr eine Liga zu machen. Solange es mit dem Zuspruch auch so bleibt, wie es gerade ist und vielleicht sogar noch besser wird, umso lieber sogar noch. Aber das sehen wir dann. Das ist jetzt eine Sache, die muss wachsen, die muss gedeihen und ist auch ein bisschen von eurer Mundpropaganda abhängig, sage ich mal. So, und jetzt habe ich hier 55 Minuten gequatscht. Ich bin noch ein bisschen heiser und ich bin froh, dass die Kinder noch nicht drin standen. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen das ganze Gewusel hier aufräumen. Wir sind heute Abend noch zum Brettspielen mit unseren Nachbarn verabredet. Da geht es dann auch noch nachher hin. Und vorher muss ich noch ein bisschen mit den Kindern was machen. Und meine Frau will wahrscheinlich auch noch was von mir. Ich freue mich, von euch zu hören. Wer Bock hat generell auf die Community hier, kann gerne und noch nicht auf dem Discord-Kanal ist, kann gerne da hinkommen. Ja, Links müssten ja genug verteilt sein unter meinen Videos. Und ich sag mal, bleibt gesund in den verrückten Zeiten draußen. Wir spüren die Einschläge auch näher kommen und hoffen das Beste. Und dann sehen wir uns vielleicht bei den nächsten Streams wieder oder wir sehen uns dann vielleicht auch bei der Kings of War Liga mit dem einen oder anderen wieder. Und wenn ihr reine Saga-Spieler seid, dann sehen wir uns allerspätestens in dem zweiten Halbjahr 2022 wieder, wenn es dann wieder heißt, es geht wieder los, Saga Liga die zweite und Feuer. Kapelle.